Einen wunderschönen guten Montagabend wünschen wir euch hier zu einer New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 9 Review. Meine Wenigkeit wird heute unterstützt vom JME, dem Jens. Hallo. Ein gesundes neues Jahr. Ach ja, das auch noch. Jahr. Stimmt ja, stimmt ja. Ja, die anderen Puro-Fans, die haben sich heute noch nicht blicken lassen, also haben wir beide das Heft in die Hand mal genommen, damit es auch möglichst aktuell alles bleibt. Und ja, Jens, wir können schon mal vorab sagen, das ist eine Show gewesen, die sich im Jahresverlauf nur schwer zu toppen lässt, oder? Definitiv. Und es gibt, für mein Dafürhalten, gibt's mittlerweile wenig Ausreden, sich die Show nicht anzugucken. Also wenn selbst ich das sage, will das schon was heißen, weil... Ja, du hattest viele amerikanische Wrestler dabei, du hattest bekannte Namen dabei, du hattest sogar jetzt englischsprachigen Kommentar mit Jim Ross und Matt Stryker. Und du hattest einfach absolut fantastisches Wrestling mit wirklich großartig erzählten Match-Stories dabei. Aber da kommen wir dann auf den bei den entsprechenden Matches noch genauer drauf zu sprechen. Irgendwelche Worte noch von dir, bevor wir so direkt in die Show gehen? Ja, wie gesagt, es ist jetzt kein ganz großes Geheimnis, dass ich, ja, ich will nicht sagen bisher, aber so manchmal so ein bisschen meine Probleme hatte mit New Japan. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit nichts anfangen konnte, aber es gab immer so Dinge, die mich davon abgehalten haben, mir so ganze Shows anzugucken und so. Und einer der Dinge war, ich bin eine absolute Banause und ich weiß, dass alle Puro-Fans jetzt wahrscheinlich schreien werden und Hassmails bitte an nicht der Jens at wrestling-infos.de. Aber ich kann mit diesen japanischen Kommentatoren einfach nichts anfangen. Ich, also, keine Ahnung, wenn ich mir das anhöre, wird das Match bei mir schlechter. Mir gehen die sowas von auf die Nüsse. Auch weil ich sie nicht verstehe. Vor allen Dingen, weil ich sie nicht verstehe. Und dementsprechend war das jetzt diesmal natürlich mit Jim Ross und Matt Stryker. Und ich muss ja auch sagen, ich bin nicht so, auch nicht allergrößter Fan von Matt Stryker, aber hier war er echt auf der Höhe. Und Jim Ross war dann zumindest dann, umso länger die Show lief, war er wieder der alte gute JR und ja, keine Ahnung, das ist wirklich, also für mich war das hier bei dieser Show absolut unbezahlbar, weil, wie gesagt, da gab es wirklich dann absolut nichts mehr zu meckern und dementsprechend war es wahrscheinlich wirklich eine Show, die dieses Jahr extrem schwer zu toppen sein wird, also vor allen Dingen von der Matchqualität, von der Dichte her, von der Tiefe der Karte und so. Ach, da muss ich ja sogar gleich schon mal ein wenig intervenieren, also ich habe mir die Show auch mit JR und mit Stryker angeguckt, ich muss zugeben, am Anfang hatte vor allen Dingen Jim Ross arge Probleme, ja. Hat sich dann aber vor allen Dingen bei den großen Einzelmatches wirklich gesteigert und war dann halt der good old JR, wie man ihn aus seinen besten Zeiten kennt. Hat es vor allen Dingen geschafft, die Worker und das Match richtig schön overzubringen. Allerdings, ich hatte am Anfang auch so ein paar Probleme mit den japanischen Kommentatoren, hatte mir vor so einem halben bis dreiviertel Jahr noch mal einen englischen Kommentar gewünscht, hab mir jetzt aber auch gewisse Matches noch mal mit dem japanischen Kommentar und die gehen einfach doch viel steiler, die bringen dann noch mehr Emotionen rüber. Klar, das könnte sich jetzt vielleicht dann auch noch beim englischsprachigen Kommentar legen, wenn man wirklich jetzt mehrere Events hat, wo die Leute sich dann so ein bisschen mehr reingefunden haben. Weil ich hatte mir gewünscht, oder ich hatte zumindest das Gefühl, als ob die sich nicht wirklich viele Matches angeguckt haben vorher, Stryker und JR. Die haben sich zwar geschichtlich informiert, JR hatte halt noch ein paar seine klassischen Geschichten auf Lager, konnte aber auch zu den Workern und New Japan einiges sagen, Stryker zumindest ansatzweise auch. Aber gerade so, was ist das für ein Move, welche Bedeutung hat der und so, da fehlt manchmal an manchen Stellen dann doch noch so ein bisschen was. Da kann man vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen geben. JR hat sich Material von Dave Meltzer zukommen lassen und hat halt Wochen vorher schon das Ganze studiert. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass er sich auf die großen Einzelmatches konzentriert hat, weil du musst halt bedenken, gerade in den ersten Matches hattest du, keine Ahnung, es waren ja wahrscheinlich 2 Dutzend Wrestler, die JR einfach nicht kennt. Ich meine, wie viele Wochen Zeit brauchst du dafür, um die, also wir kennen die Leute, wir kennen Red Dragon und die Hooligans, Timesplitters, Young Bucks und so weiter und so fort. Aber wie viel Zeit brauchst du, um dir alles drauf zu schaffen, gerade weil das ja nun auch früher hätte man gesagt Spot-Monkeys, aber Leute sind, die wirklich spektakulär sind und die wirklich die einen Move nach dem anderen auspacken. Wie lange Zeit brauchst du, um dir das zu merken, was ihre Moves sind? Zusätzlich dann noch die Stories und so weiter und so fort und die Titelregentschaften und so weiter. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen, nicht mehr so einfach. Muss man vielleicht auch ein bisschen ein Auge zudrücken.
Mache ich auch. Aber ich glaube, den New Japan Rumble, den können wir relativ schnell jetzt abhaken. Nagata hat das Ding gewonnen. Es war ein Royal Rumble-ähnliches Match. Die zwei begannen, jede Minute kam einer rein. Aber es gab Over-the-Top-Rope, Pin- und Submission-Eliminations. Es war gegen 26 Minuten, war damit rein technisch gesehen das zweitlängste Match des Abends. War aber wohl nicht sonderlich gut. Von uns hat es keiner gesehen, ne? Nee, ich nicht. Ich habe eben auch gelesen, dass das scheiße war. Und ja, das habe ich auch gelesen. Man hat da auch noch ein paar Leute ausgegraben. Hiro Saito. Ja, Leute mit über 50 und 60 Jahren. Also Fujiwara, derjenige, der wirklich der Originale, der den Armbar damals erfunden hat. Ja. Oder nachdem der er benannt wurde. Über 60 sein, glaube ich. Das ist 63, glaube ich, oder 65 auch, ja. Das war schon eine interessante Mischung, sagen wir mal so. Ja. Auf der anderen Seite war die Karte natürlich so voll gekracht. Eigentlich ist es ein Schande, dass du Leute wie, keine Ahnung, wie Liger und so nicht auf der Pay-Per-View-Karte hast. Weil Liger ja eigentlich auch in den USA durchaus ein Name ist, der bekannt ist. Also, das waren halt diese 4-Stunden-Probleme. Ich glaube, sonst hätte er wahrscheinlich ein Einzelmatch um den NWA-Titel gehabt, was man jetzt einen Tag später ja gegen Desperado bei dieser anderen Show in der Corican Hall gebracht hatte. Ja. Naja, Nagata hat gewonnen, wird jetzt Nakamura um den Intercontinental Championship bei New Beginning herausfordern. Das wurde auch mittlerweile mehr oder weniger bestätigt und dann gehen wir in die Main Card rein. Wir hatten das IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Match, das Four-Way Match als Opener mit Red Dragon, die ihre Titel gegen die Forever Hooligans, Kozlov und Romero, die Time Splitters, Shelley und Kushida und die Young Bucks, Nico und Matt Jackson, via Chasing the Dragon an Kozlov verteidigt haben. Ja, hier hat man noch am deutlichsten gemerkt, JR wirkte irgendwie fehl am Platz, es war ihm alles ein wenig zu schnell. Und auf alle Fälle. Selbst Striker kam da kaum noch mit, hat zwar schon viel Enthusiasmus versprüht, aber ich muss sagen, jetzt mal abseits vom Kommentar, den ich hier wirklich sehr, sehr suboptimal fand, bei mir hat das Match nicht so gezündet. Also Meltzer war ja begeistert, der war da am Spekulieren oder schon dann drüber nachdenken, zücke ich hier schon die erste 4-Sterne-Marke. Ich habe am Ende 3¼ gegeben. Es war schnell, jeder durfte seine Spots zeigen, aber es gab hier dann doch erstaunliche Abstimmungsschwierigkeiten, wo ich mir denke, so, die Teams haben jetzt so oft schon gegeneinander gewrestelt und so, das kommt doch überraschend hier, gerade nach dem leicht vermasselten Meltzer-Driver, der irgendwie sehr abrupt aussah, hat der Referee dann erstmal gewartet, bis er überhaupt angefangen hat zu zählen und nach 2 hat er dann unterbrochen und es war irgendwie immer noch keiner da, der den Count unterbrechen konnte. Das wirkte schon sehr, sehr komisch. Eigentlich hätten die Bucks das Match schon längst gewonnen haben müssen, aber es war ein solider Opener, typisch New Japan. Ja, ich war davon, von diesem Opener schon wesentlich begeistert eigentlich. Also ich fand das Match richtig klasse und ich bin dann auch tatsächlich bei Meltzer und ich wurde hier auch tatsächlich locker 4 Sterne geben, tatsächlich, wirklich. Keine Ahnung, also spätestens ab der zweiten Hälfte war ich begeistert und war drin. Ich meine, du hast schon recht, die Sache nach dem Meltzer-Driver war schon definitiv da, aber auch da bin ich jetzt ganz mal gnädig und sag mal einfach, beim Match mit 8 Personen, die so ein Tempo vorlegen und die einen Spot nach dem anderen auspacken, muss man sich eigentlich eher wundern, dass da nicht eher mal was schief geht. Weil bei allem Respekt und bei allen, wenn man jetzt keine WWE nimmt, wenn du da solche Matches hast, siehst du bei weitem nicht so viele Spots. Und trotzdem hast du manchmal irgendwelche Abwachs drin. Von daher, vielleicht bin ich auch einfach jetzt zu verwöhnt. Nein, es war ein gutes Match, war ein guter Opener, aber so der endgültige Funke hat bei mir nicht so richtig, so ist nicht so richtig übergesprungen. Aber vielleicht ist man wirklich verwöhnt. Man hat ja immer so mit 3 von den Teams schon viele Matches gesehen. Red Dragon und Timesplitters fand ich deutlich stärker, das Singles-Match bei, war es Power Struggle zuletzt? Ich glaube ja. Da warst du nicht so begeistert von, ne? Das will ich gar nicht sagen, aber aber es gehen ja auch die Geschmäcker ein bisschen auseinander und ja. Vielleicht war meine Erwartung auch einfach zu hoch an dieses Match. Ein Kritikpunkt habe ich auf jeden Fall und das ist auch so ein bisschen mein Problem, aber wie gesagt, da bin ich wieder die alte Banause. Ich komme mit der japanischen Crowd irgendwie manchmal nicht klar. Was hier wieder der Fall war. Das einzige Mal, wo du die gehört hast, war irgendwie, als Kushida ein bisschen aufgedreht hat. Aber vorher, ja, die haben hätte es auch mehr in die Halle vor 200 Zuschauern. Vor allen Dingen, wenn es dann
keine Japaner sind. Das fand ich ein bisschen nervig. Es wurde dann in Richtung Main Events wurde das deutlich besser. Aber die japanische Crowd ist nun mal keine US-Crowd oder keine westliche Crowd. Also keine Ahnung, so wirklich Chants und so hört man da nur ganz selten. Und dann eben dann wirklich dann bei den großen Main Events, dann gibt es sowas schon mal. Aber ist natürlich eben jetzt nicht zu vergleichen mit, ja keine Ahnung, mit PWG oder ECW oder großen WWE-Pay-Per-Views. Aber das ist halt traditionell einfach so. Die Japaner haben eine andere Mentalität, dementsprechend muss man sich daran einfach gewöhnen. Also aber hier fand ich es fast ein bisschen erschreckend, wie stellenweise gar keine Reaktion kam, obwohl die sich ja doch durchaus den Arsch aufgerissen haben. Wo du gerade PWG erwähnst, ich war fast schon entsetzt, als Striker dann auf einmal hier jegliche Promotions da erwähnte und lobte Ring of Honor, PWG. Aber das fand ich so großartig. Alter. Ja, ich auch. Das fand ich so großartig, weil es, ich meine, okay, grundsätzlich waren die ja für Global Force Wrestling da, aber das ist halt noch keine richtige Promotion. Ja, aber selbst das könnte und ja in gewisser Weise auch Konkurrenz für die anderen Promotions sein, aber dann halt auch wirklich mal nicht zu verleugnen, dass es auf der Welt wirklich großartige Promotions und großartiges Wrestling gibt. So hattest du halt einfach das Gefühl, dass die beiden dort saßen, um auch Fans, die das bisher nicht kannten oder die vielleicht nur WWE kennen und TNA kennen, das näher zu bringen und zu zeigen, es gibt auch noch andere Sachen und New Japan ist eine der Sachen oder eine der größten Sachen, aber es gibt auch noch andere, wo vieles Wrestling gibt und das Wrestling eben boomt, egal was für eine Scheiße WWE nur zusammenbuckt im Moment. Und das fand ich extrem großartig. Also, weil es auch so anders ist, weil man das absolut nicht kennt. Normalerweise ist es immer so, dass die Kommentatoren immer von ihrer Promotion sprechen und die in den Himmel loben, auch wenn es noch so schlecht ist. Das hast du ja bis in die letzte Indie-Liga. Hier, keine Ahnung, hier Pro Wrestling Syndicate, die sich noch für die beste Promotion der Welt handelt. von daher fand ich das super abwechselnd und ja, wie gesagt, ganz großes Kino fand ich hier irgendwie JR und Matt Striker mittendrin. Ich bin aber auch einfach nur ein großer JR-Fan und glaube, dass er der beste Kommentator mit vielleicht mit Bobby Heenan überhaupt war und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen geblendet, aber ich fand das super. Okay, zweites Match, dann wurde es so ein bisschen ruhiger, wenn man so möchte. Ja. Tenkochi, Tenzan und Kojima und Tomoaki Honma gewannen gegen den Bullet Club, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi und Jeff Jarrett mit Karen Jarrett und Scott D'Amore. Oder D'Amore? D'Amore oder D'Amore? D'Amore, ne? D'Amore, oder? D'Amore, ja, glaub D'Amore. Via Pin an Takahashi durch Honma nach dem Diving Headbutt. Ja, Match Story ist relativ schnell erzählt. Am Anfang relativ viel Konfuses. Ausgeglichenes Wrestling, dann sollte der Guitar-Shot gegen Honma kommen? Oder gegen. Ja, auf jeden Fall gegen einen von den Faces. Ja, genau, das auf jeden Fall. Der duckte sich weg. Takahashi wurde getroffen. Jarrett und Fale aus dem Ring befördert. Und dann packten Tenzan und Kojima was aus. Und Honma, der Jobber der Nation, durfte mit seinem Diving Headbutt, der einmal in einer Million Jahren vielleicht mal ins Ziel trifft, das Match gewinnen. Striker ja auch gesagt, ja. Dass es noch aus dem Aktion im Unternehmen geht. Und da ging die Crowd zum ersten Mal steil. Ja. Man könnte sich jetzt darüber streiten, musste Honma diesen Sieg jetzt in so einem 5-Minuten-Match, Tag-Team-Match, aber ich finde den Kerl so klasse, der ist wirklich der perfekte Jobber. Ja. Und aber offensichtlich hat man ja wahrscheinlich mit Jarrett noch irgendwas vor, weil ich habe mal ein bisschen verwundert, dass der irgendwie nicht den Pin eingesteckt hat. Ah, okay. Ja, ich denke mir eigentlich, das hätte er vielleicht, wenn Tatsu fit gewesen wäre, aber so war es dann halt irgendwie auch Latte. Ja. Also Honma ist der erinnert mich immer ein bisschen, ich habe jetzt noch nicht so furchtbar viel von denen gesehen, weil der meistens in den Matches auftritt, die ich gerne was gebe oder mir schenke, aber Honma erinnert mich immer so ein bisschen an Eric Young. Also jetzt nicht vom Stil her, aber keine Ahnung von ja, der Gimmick, wie der sich so hochpusht, ne? Ja. Dieses ich schaffe es jetzt, ja. Hat so ein bisschen was, ja. Aber war okay. Also dafür, dass ich gerade in Sachen Bullet Club, dass irgendwie ich kann mit Fale nicht anfangen und finde Takahashi jetzt auch nicht so toll. Ich bin entsetzt, dass Fale jetzt wohl gegen Okada gestellt wird. Ja, da kannst du nur, ja, ich verstehe auch, naja, okay, ich muss wirklich verstehe ich es nicht. Also ich kann es verstehen, dass man, ich weiß nicht, Fale war, hatte der ja schon einen Title Shot gegen Tanahashi? Das weiß ich nicht. Dass man ihn mal aufbaut, um ihn dann den Champion zum Fraß vorzuwerfen, aber was jetzt gegen Okada das werden soll, weiß ich nicht so richtig. Wahrscheinlich okay. Hat Okada deshalb nach dem Main Event geheult. Ich wusste das schon. Ja. Ich meine, es gibt sicherlich schlechtere Big Men in dem Sinne, aber keine Ahnung, ich bin nicht so der größte Fan
Aber ich meine, 5 Minuten, das war schon alles vollkommen okay, von daher. Ja, da hat man aber halt schon gemerkt, man muss ziemlich durchrushen, auch die Entrances, ja, wenn man überlegt, wie großartig die teilweise in den vergangenen Jahren aufgezogen wurden. Und hier wurden sie mal ganz schnell alle zusammen zack, zack rein. Nur bei den beiden Main Events hat man sich wirklich Zeit gelassen. Genau. Aber gut. Eight-Man Tag Team Match. Toru Yano und die Noah Guys, Marufuchi, Haste und Nichols gewannen gegen Suzuki Gun, Archer, Davey Boy Smith Jr., Shelton X, Benjamin und Takashi Iizuka. Via Pin an Iizuka nach dem, was ist das? Step Up Knee Strike? Ja. Irgendwie sowas, ne? Von Marufuchi an Iizuka, ja. Irgendwie, Iizuka finde ich irgendwie immer lustig. Der sieht lustig aus. Vor allem, wie sie auch ihn dann in seinen Bart gezogen haben, aber ja. Es ist auch wieder, so eine Sache, die. Es war einfach nur, um jetzt noch irgendwie die Karte zu füllen, das hätte man sich auch schenken können. Klar, Marufuchi hat den Pin eingefahren, der Noah-Champ, der vielleicht dann auch noch eine größere Rolle spielen soll, Haste und Nichols gegen die NWA-Champs, Archer und Smith. Aber ja, es war halt schnell vorbei. Ich fand hier eigentlich hier TMTK, die fand ich ganz gut eigentlich. Die sind auch nicht schlecht, also, die waren ja auch schon bei Ring of Honor. Ja, stimmt. In so ein paar Undercard-Matches oder sogar Dark-Matches, Undercard war was. Die waren auch schon mal in der Main-Card. Ach so, okay. Damals, also als sie noch mit Noah zusammengearbeitet haben, vor 3 Jahren oder so. Wo auch Marufuchi und, da war dann noch einer bei, der andere. Wie hieß, war das Sekimoto? Nee. Nee, ich glaube nicht. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber da hatten sie auch 2 von Noah, 2 Japaner und die beiden waren auch öfters da. Also die fand ich ganz gut. Ich meine, die anderen, die hatten so nicht so viel zu tun. Bisschen kritisch war, also man hetzt ja immer über Shelton Benjamin und so, aber okay, also hier der Yusaka, keine Ahnung, nicht so meins, aber mit wem ich wirklich nicht warm komme, der aber doch immer ein bisschen gelobt wird oder viel gelobt wird, ist Lance Archer. Nee. Absolut nicht, nichts abgewinnen. Absolut nichts. Absolut. Ich finde den großartig. Und das war ja wohl der Killer-Chokeslam des Jahres. Ja, okay, aber so ein Chokeslam, dafür muss Archer nicht allzu viel tun, möchte ich mal sagen. Aber er hat ihn, also so hoch, gut, er musste auch hoch abspringen, aber da hat er ihn gekillt. Was war es? War es Haste oder Nichols? Ich weiß es nicht, aber der sah so großartig aus. Aber Archer bringt, finde ich, einfach eine coole Intensität drüber. Also für mich strahlt er schon eine Menge aus. Aber Geschmäcker sind verschieden. Verhext. Okay. Viertes Match auf der Card war ein sehr, sehr ungewöhnliches. Es war ein UWF Fighting Rules Match. Nur K.O. Submission oder Referee Stoppage. Die beiden Ex-MMAler Minoru Suzuki und Katsushi Sakuraba. Ja, wie schon in der Preview erwähnt, das Match praktisch 10 Jahre zu spät. Aber ja. Trotzdem war es erstaunlich gut. Also es waren etwas über 9 Minuten. Suzuki hat Sakuraba in einem Rear Naked Choke bewusstlos gechoked. Referee Stoppage. Tja, was soll man sagen? Suzuki sah cool aus, Haare frisch gebleicht, relativ jung. Sakuraba. Gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist das richtige Wort. Also gewöhnungsbedürftig trifft es ganz gut. Match-Story war Sakuraba mit dem Kimura, hat Suzukis Arm verletzt. Der hat den gesellt, als ob er dreifache Bruch hätte. Kam dann aber doch wieder zurück und hat dann halt aus dem Nichts die Submission angesetzt und ihn dann halt bewusstlos gechoked. Bei weitem jetzt nichts, was über 3 Sterne geht, aber ich war positiv überrascht. Ich hatte mir hier was ganz Grausames erwartet. Also Meltzer und Alvarez haben das Match vollkommen abgefeiert. Also für die ist das auch ein 4- oder über 4-Sterne-Match. Aber ich muss ja auch sagen, und ich hasse es wirklich, aber versprochen, das ist auch wirklich das letzte Match, wo ich sage, ich konnte damit nichts anfangen. Es ist absolut nicht mein Style. Es ist absolut nicht meine Auffassung von Bro-Wrestling. Selling hin oder her. Eigentlich im Grunde waren das nur Kicks. Es waren Kicks, es war der Kimura-Lock und Suzuki hat ab und zu mit seinen Schlägen zugelangt. Mehr war das für mich nicht. Ich fand das richtig, richtig grausam und für mich war es sogar das, für mich persönlich mein Dings, also es gibt immer so Sachen, die kommen halt beide
aus dem Shootfighting und dementsprechend gibt's eine Vorgeschichte und so. Also soll heißen, für Insider vielleicht ein absoluter Leckerbissen, aber für Leute, die sich also die da nicht so drin sind, fand es grausam, um ganz ehrlich zu sein. Ich will aber das hier auch nicht bewerten oder so. Ich würde jetzt nicht sagen 0 Sterne oder irgend sowas, sondern das einfach gar nicht bewerten, weil es ist einfach nicht für meine Art von Pro Wrestling und ich brauche sowas. Ja, ich war jetzt auch nicht der größte Fan, aber muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich mag es auch, dieses Schlagabtausch Festival. War spannend. Ich überlege gerade ziemlich, weil er auch immer so gesagt wird, Suzuki, der große Seller. Welchen Arm war das jetzt, linker Arm oder rechter Arm? Ich versuche jetzt gerade, mich daran zu erinnern. Ich glaube, es war der linke. Das war der linke. Okay, nee, weil er einen Sleeper holt, braucht er eigentlich den Arm auch. Ja, aber egal, ich meine. Dann darfst du aber auch den Main Event nicht bewerten. Ja, aber da war das Selling nicht ganz so groß. Also es war jetzt ja, ist bei Suzuki, dachtest du hier echt, also der hat das ja auch dann durchaus drauf, dass ihm halt der Arm abfällt. Ja. Das war ja Main Event nicht unbedingt so. Aber lassen das, wie gesagt, ja, vielleicht jeder selber angucken. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, keine Ahnung, Adam Cole gegen Kyle O'Reilly vor ein paar Jahren waren die gleichen Regeln. Keine Ahnung, fand ich um einiges besser. Aber das lebt da auch damals sind, von der Verletzung von Cole und ja, der Rivalität, ja. Das ist halt was länger aufgebaut mit dem Tag-Team und so hier. Das ist halt irgendwie für uns jetzt wahrscheinlich auch, weil wir mit der Geschichte jetzt nicht so ganz vertraut sind. Aber auch da sollte es dann nicht, also jetzt mal ein bisschen Abwechslung geben. Hat Sakuraba außer dem Kimura irgendwas anderes gezeigt als seine Kicks? Ich überlege gerade. Nein, ich weiß es nicht mehr. Also gefühlt ging es eigentlich immer nur Kick, 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 Kimura-Ansatz, Strike von Suzuki, Kick, 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 Kick. Nur nicht so schnell. Und das fand ich dann irgendwie ernüchternd irgendwann. Aber lassen wir uns mal vielleicht zu weitergehen. Genau, jetzt kam nämlich ein Match, auf das ich mich so wahnsinnig gefreut habe. Und hier muss ich JR einfach mal kritisieren. Gott, sag doch mal Lariat. Kennt nur Closeline. Nein, ja, ich weiß. Ah, das hat mich geärgert. Das hat mir ein bisschen den Spaß an dem Match genommen, deswegen musste ich es mir dann auch nochmal mit japanischem Kommentar angucken. Lariato! Ja, Makabe Togi gewann gegen Tomohiro Ishii nach dem King Kong Knee Drop. Titelwechsel nach 12,5 Minuten im Never Open Weight Championship. Und wenn das Match 5 Minuten länger gewesen wäre, ich habe es so abgefeiert. Sekunde 1 und die beiden schlagen sich die Birne matschig. Lariats ohne Ende und auch so diese speziellen Moves dazwischen, da der German Suplex von Makabe genau auf die verletzte Schulter von Ishii. Hier muss ich dann Striker und Ross auch mal loben, die dann wirklich Ishis Schulterverletzung mit der ausgekohlten Schulter beim Climax und dass er da schon ewig mitworkt und also sehr gut hervorgehoben. Ja. Und dann diese Lariat am Ende von Makabe gegen Ishii. Der hat ihn gekillt mit dieser Lariat. Das war wirklich eine der Sixten, die ich jemals gesehen habe. Ich dachte wirklich, dass bei Ishii der Nacken durch wäre. Hast du gesehen, wie der Kopf nach der Seite? Ja. Die eigentliche Ironie an der Sache ist eigentlich, ich glaube, das hat ja auch Bill Goldberg mal gesagt, dass ein unsauberer Worker wie Bill Goldberg kommt in Japan wirklich absolut klar, weil hier hast du wieder gesehen, dass die Japaner, also zumindest einige davon, dass die einfach so durchziehen bei ihren Aktionen. In der WWE, keine Ahnung, hätten die schon, da wird es D-Push auf D-Push geben, weil die sich ja gegenseitig killen, mehr oder weniger. Also ja. Da ist ja, bei WWE würden wir irgendwie von Bots sprechen, aber hier ist es einfach drauf, hau einfach drauf. Es ist halt ein anderer Stil. Mach einfach. Ja, und Ishii leidet ja auch immer so. Ja, genau, ist ja dafür bekannt, eigentlich in jedem Match zu sterben, wenn man so möchte. Das Einzige, was mir zwischenzeitlich ein bisschen auf den Sack ging, war Makabe mit seinem Grunze. Da dachte ich mir so, das ist ganz cool, das kannst du bringen. Musste aber jetzt nicht eigentlich aber er ist doch der Anstand Gorilla. Ja, ich finde das ja auch okay, aber zwischenzeitlich dachte ich mir, okay, jetzt übertreibst du ein bisschen, weil es ist nur noch Gegrunze. Aber zum Beispiel, als sie in der Ringecke waren, das war ganz cool. Ich weiß gar nicht, welche Aktion das werden sollte, aber wo Makabe Kopf überhing und sich dann wieder hochgezogen hat, dann das fand ich tatsächlich, da hat es zum Beispiel gepasst. Also, und dann auch dieser abgewandelte Death Rally Driver, wo er mit seinem vollen Körpergewicht auf Ishii landet, ne? Vom Top Rope da, boah. Das war ja, glaube ich, die Folgeaktion. Und dann ja, dann, die haben sich
Knee Drop am Ende da, der King Kong Knee Drop auch nochmal so auf die Schulter mehr als auf den Kopf. Ja, genau. Die haben sich ordentlich die Birne war nicht geklopft und ich glaube, die haben auch heute noch was von dem Match. Aber ich liebe solche Matches einfach. Das ist eigentlich jedes Match mit Ishii. Ich habe das so abgefeiert. Und wie die sich die Lariats da um die Ohren geprügelt haben. So dermaßen großartig. Auch diese Kickouts bei One, die dann dafür typisch sind für Ishii. Ja, ich denke, man soll es nicht übertreiben. Also wenn dann wirklich fast jedes Match so aussieht, dann ist es verliert auch ein bisschen an Reiz oder an Dings, aber oder an Glaubwürdigkeit. Aber also wie hier im Halt in dieser Situation oder bei dieser Show ist es natürlich absolut perfekt. Es kommt ja immer auf den Gegner auch an, gegen Leute wie Makabe, die so einen ähnlichen Stil gehen. Boah. Auf jeden Fall eines der Matches, was man sich definitiv angucken sollte, glaub. Okay, generell sollte man sich die ganze Show angucken, aber wenn ihr mal wirklich einen ganz anderen Wrestling-Stil sehen wollt, richtig hart geführtes, stiffes Match, schaut euch dieses Ding an. Also Reibeck hätte ja seine Freude dran, glaub. Er würde wahrscheinlich auch gerne mal gegen Ishii ran, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, wenn Ryback einen Lariat von Ishii oder Makabe kassiert, dann fängt er an zu heulen. Das ist richtig, aber da darf er eben halt auch mal durchziehen. Ja, gut. Und dass sich auf der Gegenseite jemand beschwert. Ja, der wird sogar ganz gut da reinpassen, denke ich mal. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, so Wrestler, die bei WWE ein bisschen in der Kritik nichts zu finden würde, in Japan besser reinstehen, weil einfach, ich glaube auch, in Japan lernst du noch mal ein bisschen, oder die Wrestler, die dort sind einfach alle so gut ausgebildet, dass sie noch das Beste aus dir rausholen. Also wirklich fast durchweg. Und die wirklich, wenn man was dagegen gibt, dann ist das bei denen, ist es für die einfach normal, glaube ich. Aber der Never Openweight Title ist dann mittlerweile auch vom Entwicklungstitel wirklich zu einem für jeden praktisch geworden, ne? Keine Gewichtsbeschränkung, einfach nur. Gehört vielleicht auch ein bisschen zu den Titeln, die irgendwie eingestampft. Ja, finde ich, weil es ist praktisch die Unterstufe des Intercontinental Championships. Wenn du dir jetzt überlegst, dass die NWA-Titel hier noch nicht mal ausgefochten wurde, kein einziger, dann sollte man vielleicht mal ein bisschen ausdünnen. Aber okay, ich meine. Solange es da. Selbst der Titel ist noch mehr wert als die Mid-Card-Titel bei WWE, von daher. Ja, was jetzt vor allen Dingen auch an Ishii und seinen Title Runs lag. Richtig. Sechstes Match, IWGP Junior Heavyweight Title Match. Kenny Omega mit den Bucks hat Ryosuke Taguchi nach dem Katayoku no Tenshi, den haben sie anders genannt, den Move, der heißt auch anders, also der Omega hat da einen eigenen Namen für, ist ein Electric Chair und dann in einen Driver, ja, der eigentlich schon fast ein Piledriver hier war. Ziemlich hart auf den Nacken. Auf jeden Fall hat er ihn besiegt. 13 Minuten 20. Kenny Omega ist der neue IWGP Junior Heavyweight Champion. In seinem ersten Match konnte man erwarten. Und mir hat's gut gefallen. Also, das war für mich sogar das beste Taguchi-Match, was ich bisher gesehen habe. One-Winged Angel heißt. One-Winged Angel, genau. Es könnte ja durchaus sein, dass Katayoko no Tenji genau auch das heißt. Möglich. Ich fand es ja extrem interessant, dass also erstmal muss ich sagen, dass es, als ich das gestern geschaut habe, hatten es die beiden ein bisschen schwer für mich. Also das. Ja, nach dem Makabe Ishii-Match ohne Pause, ne? Das Match vorher, dem hätte ich auch wieder locker 4 Sterne gegeben. Es war halt ein bisschen kurz irgendwie, aber also jetzt im Verhältnis ein bisschen kurz. Aber das wäre zumindest das zweite Match gegeben, dem ich locker 4 Sterne gegeben hätte. Und dann hatten es die beiden ein bisschen schwer. Aber ich fand es extrem interessant, Kenny Omega als Heel zu sehen. Ich kenne den absolut gar nicht als Heel, wenn ich jetzt mal überlege. Und die Haare sind cool, ne? Ja. Und dementsprechend ist der auch so komplett anders irgendwie, als man ihn normalerweise kennt. Normalerweise ist er ja wirklich so ein bisschen der Comedy-Typ. Ja, der Comedy-Typ. Und hier, mir fiel ja auch, Melzer hat es ja auch gesagt, mir fiel ja auch irgendwie sofort hier die Loose kennen, also Brian Pillman ein, an dem man mich ein bisschen erinnerte. Und Taguchi ist halt keine Ahnung, das ist eine Marke irgendwie. Also, der sieht absolut nicht aus wie ein Pro-Wrestler. Er hat sich jetzt aber auch so ein bisschen wieder zu diesem Gimmick verwandelt nach seinem Comeback, nach der Verletzungspause hat er das praktisch überhaupt nicht ausgeübt, aber mittlerweile wieder intensiver. Und ich fand da die Bugs cool. Hast du das mitgekriegt? Ja. Brech Eddie Guerrero den Nacken.
Und was war dann noch irgendwie hier worst Referee ever oder was? Ja. Wo sie den Referee da erstmal beleidigt haben. Ja. Aber auch der Bump, den, wo Taguchi den einen Bug da mit dem Knee Strike am Apron, ja, wie krass der rausgeflogen ist, und ja, die Finish-Sequenz war auch ganz stark. Also, wenn man sich Taguchi so anguckt, würde man glaube nie vermuten, was alles in dem steckt. Also der ist wirklich, Der sieht aus wie ein schlechter japanischer Pornostar. Keine Ahnung, der steckt den in dem Anzug, das könnte ein ganz normaler Bürotyp sein. Also der hat wirklich so absolut gar nicht, also diesen stereotypen Pro Wrestling Look, aber er hat's halt durchaus drauf. Also ich fand das auch im Match auch wieder sehr gut, aber wie gesagt, es litt ein bisschen darunter, dass eben halt dann das Match davor wirklich, dass sie richtig ausgepackt haben. Aber nichtsdestotrotz auch wieder ein richtig, richtig starkes Match. Was habe ich gegeben? Ich glaube, ich habe 3,5 gegeben. 3/3 Viertel wäre wohl auch möglich gewesen. Mir stört ein bisschen die Eingriffe. Ich hätte mir hier gewünscht, dass Omega wirklich ein cleanes Match macht. Wollte man noch ein bisschen Heat generieren für ihn, um ihn als Heel wahrscheinlich zu festigen. Genau. Weil er ja vorher auch, wo er noch offiziell bei DDT war, was Stryker ja auch erwähnt hat, da war er ja auch schon beim Best of the Super Juniors. Und da halt noch mehr oder weniger als Face, und jetzt ist er hier als Cleaner der Division. Ja, genau. Der auch so, immer, auch so ein Gimmick, oder? Ja. dann hatten wir das IWGP Tag Team Title Match. Mayu Tag, Hirooki Goto und Katsuyori Shibata entthronten den Bullet Club, Doc Gallows und Carl Anderson nach einem Jahr und sind jetzt zum erste Mal gemeinsam Champion. Für Shibata ist es, glaube ich, der erste Wrestling-Titel überhaupt. Und irgendwo haben sie jetzt noch Ember O'Neill aufgegabelt als Bullet Girl. Emma Gallows, das sollte auch erklären, warum sie mittlerweile aufgegabelt wurde. Ach, die ist mit Doc Gallows da. Ja, die heißt jetzt, glaube ich, auch, also die nennt sich auch Ember Gallows. Ach so. Ja. Ja, sie haben sie, glaube ich, nur als Bullet Girl vorgestellt. Ja. Hat sie vielleicht auch noch nicht rumgesprochen, aber ist tatsächlich so. Also die 9 Minuten waren wirklich sehr, sehr stark. Es war mir aber dann doch deutlich zu kurz. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, der Bullet Club hatte die Titel jetzt ein Jahr. Und da habe ich mir dann einfach, muss ich sagen, mehr erwartet. War halt, ja, die 3 Stunden sind halt. Ja. Ne? Weil Meltzer und Alvarez haben das ja auch absolut abgefeiert, das Match. Waren da auch schon wieder, aber bei 9 Minuten, da kann ich keine 4 Sterne oder so zücken. Also, ja, man muss. Das war mir zu kurz. Es ist schwierig. Also alles, was unter 10 Minuten ist, ist für mich 4 Sterne schwierig. Genauso wie alles unter 20 Minuten für mich 5 Sterne irgendwie schwierig sind. Das ist, aber für das, was es war, sag mal so, war es schon super. Aber ich finde Gallows ansprechend. Anderson finde ich richtig super. Und ich mag auch Shibata wirklich. Das passt auch wirklich sehr gut mit Goto als Take-Team. Und dementsprechend war ich hier eigentlich vollkommen zufrieden, weil, ja, keine Ahnung, es passte, ich fand es ein richtig starkes Match, 4 Sterne würde ich vielleicht jetzt nicht irgendwie unbedingt geben, und natürlich war es ein bisschen kurz, und keine Ahnung, bei einer kleineren Show wäre es wahrscheinlich sogar der Main Event gewesen, aber man muss es, oder man wollte es halt hier unterbringen, und letztendlich eben dann auch der letztendlich dann doch irgendwann mal endlich der Titelgewinn, war halt dann doch auch schon ein bisschen so der typische Feel-Good-Moment und passte schon, denke ich. Ja, also zufrieden war ich auch, aber meine Erwartungen waren dann einfach vielleicht auch ein bisschen höher. Ja, die wurden aber dann im nächsten Match wieder erfüllt. AJ Styles gewann gegen Tetsuya Naito nach einem Avalanche-Styles-Clash. Die Geschichte war von vornherein, der Styles-Clash ist absolut tödlich. Kommentatoren haben das auch absolut glaubhaft verkauft. Und erste Aktion im Match, AJ geht sofort nach dem Styles Clash. Ja. So zog sich das dann auch über das Match hinweg. Und am Ende wollte Naito einen Frankensteiner zeigen und Styles hat gekontert. Naito hat versucht, da rauszukommen, hat gekämpft, aber es gab den Styles Clash vom Top, Second Rope, wie auch immer. Und der Pin. Und AJ ist damit wieder der Top-Herausforderer auf den IWGP Heavyweight Championship. Ja, zu Recht. Meiner Meinung nach, also steht ja noch ein bisschen was offen.
das war wieder so ein Match, was ich auch jetzt nicht ganz so stark gesehen habe wie Meltzer und Dings. Also es war ein richtig gutes Match, aber also ich finde, also für mein Dafürhalten gab es bei der Show 4 Matches, die ich besser fand. 3 für mich. Was aber auch ein bisschen dran liegt, dass Naito ist ein richtig, richtig guter Wrestler, aber mit mir ist er zu blass. Ich bin auch nicht der größte Naito-Fan. Ist so ein bisschen, also ich finde ihn besser als Sanada, aber so ein bisschen wie der alte Sanada bei TNA. Ein super Wrestler, aber weißt du? Ne, das ist bei mir wie mit Tanahashi. Tanahashi und Naito, die geben mir nicht viel. Die strahlen für mich zu wenig aus und der Stil ist halt irgendwie nicht ganz so meins. Tanahashi, kommen wir danach drauf. Deshalb, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen schlecht. Also gar nicht, dass das Match schlecht war oder so, aber ich fand einfach, es gab hier eine ganze Reihe Matches, die ich persönlich jetzt besser fand. Aber wie gesagt, Ziel war es. Letztendlich ist ja New Japan tatsächlich auch in einer Situation, wo es, die können fast 10 Leute aus dem Hut zaubern, die du ohne Probleme innerhalb von kürzester Zeit in jeden Pay-Per-View-Main-Event stellen kannst, um den World Title. Dementsprechend wäre es jetzt, hättest du genauso gut Naito gewinnen lassen können, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Also. Wobei man bei Naito schon sagen muss, so langsam fährt der Zug dann für den ganz großen Durchbruch auch ab. Es war jetzt, glaube ich, der 3. oder 4. Wrestle Kingdom Auftritt, den er verloren hat. Hat man ja auch betont. Dass man auch wieder so eine Sache. Bei WWE, wenn man sowas betont, dann weißt du ganz genau, wenn man sowas mehrmals betont, dann ist abzusehen, dass dass er jetzt gewinnen wird. Und hier war es eben genauso, man hat es betont, dass er noch nie gewonnen hat und am Ende hat er immer wieder nicht gewonnen. Also. Das sind so die feinen Details. Ja, genau. Ich meine, ich glaube, der Naito ist ja jetzt auch mittlerweile auch schon 32 oder 33. Ja, ist schon ein bisschen. Also Zugabfahren ist relativ, weil mit 32 alles so. Ja, aber. Richtig los, aber. Er war eigentlich vor 2 bis 3 Jahren schon kurz davor, praktisch auf einer Stufe mit Okada zu stehen. Und irgendwie ist er da ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, aber wie gesagt, man muss jetzt auch. Klar, er ist immer noch glaubhaft. Er hat Styles ja auch beim Climax schon besiegt gehabt. Und er hat ja auch gegen die Großen alle schon mal gewonnen. Also, du kannst ihn jedes Mal glaubhaft in den Main Event stellen. Das ist es nicht. Wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich ganz brauchbar, wenn Yasuo hier ist als alter Hase, der würde mich wahrscheinlich wieder größer an dieser Stelle eines Besseren belehren. Aber, bei Naito ist halt einfach so, weil du sagst, Okada hat für mich, keine Ahnung, gefühlt 10-mal so viel Charisma wie Naito. Dementsprechend finde ich legitim, legitim, dass Naito nicht an der Spitze steht. Er hatte, glaube ich, doch auch den Climax gewonnen. Er war wirklich kurz davor, hatte sich dann aber das Kreuzband gerissen, musste dann ja irgendwann aussetzen und kam danach dann auch nicht mehr so wieder, wie er halt war. Klar, irgendwann sind die anderen ihm ein bisschen den Rang abgelaufen. Er hat dann halt auch so ein bisschen so die Periode, wo der Boom dann richtig einsetzte. Keine Ahnung, gerade da hat er irgendwie gefehlt oder gerade da konnte er nicht aus sich machen. Dementsprechend sind einige an ihm vorbeigezogen. Also okay, er war schon da. Ich glaube, wann hat er das Slams gewonnen? 2011? Ja, ich meine, es ist schon so. Die Verletzung hat ihm wahrscheinlich dann ein bisschen was gekostet. Dann kam mein absoluter Favorit des Abends, das IWGP Intercontinental Championship Match zwischen Shinsuke Nakamura und Kota Ibushi. Nakamura gewann nach 2012 gegen Ibushi nach dem Bomaye! Und ich fand das Match so großartig. Ich habe am Anfang 4-3 Viertel gegeben, ich habe es mir nochmal angeguckt mit japanischem Kommentar. Ich bin jetzt dabei, ich gebe 5 Sterne. Ich fand das so großartig. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Der alte Hasen Nakamura, Ibushi, als junger Aufstrebender in der Heavyweight Division, der es ihm unbedingt zeigen will, der seine Moves kopiert, der ihn praktisch provoziert mit seinen Gesten. Und dann geben die sich wirklich alles. Es gab viele schöne Konter. Es gab wirklich ein hammerhartes Match. Dermaßen schnell geführt, ohne Pausen. Ich habe da nur gesessen und ja, immer schön mitgefiebert. Also das ist für mich der Grund, warum ich Wrestling-Fan bin. So ein Match, also herrlich. Touché, einmal hat übrigens, ich weiß gar nicht, was meinst du, Jim Ross war es, glaube ich, hat er doch tatsächlich Shinsuke gesagt. Ja, aber auch böse. Für Striker ist Nakamura der größte Wrestler im Moment, der irgendwo zu finden ist. Selbst Ross hat ihn über den grünen Klee gelobt, hat gesagt, der Kerl kann in jeder Promotion absoluter Big Player sein und der hat aber auch ein unfassbares Charisma, der Kerl.
Das Einzige, was ich kritisieren müsste, war diesmal der Entrance, also hier dieses Freiheitsstatue und Gimmick. Hätte sein müssen. Ich fand das so cool. Ich hätte es ohne noch ein bisschen besser gefunden. Aber okay, ich meine, was soll's. Ja, keine Ahnung, der Typ ist schon eine Marke. Wenn du jetzt sagst, Charisma, das ist jetzt nicht Charisma, wie man das von anderen Leuten kennt. Also so eine gewisse Coolness oder so, sondern keine Ahnung. Natürlich. Der Typ ist halt ein bisschen wirklich, die haben es ja auch gesagt, das ist wie Michael Jackson als Bad Boy. Also wenn du den Typ denkst, was sehe ich da eigentlich? Also man hat immer so das Gefühl, als wenn der nicht alle Latten am Zaun hätte oder so. Also das schwankt immer so. Aber wie gesagt, das ist jemand, den man sich unbedingt angucken soll. Sollte auf jeden Fall. Es gibt keine Ausreden, das nicht zu tun. Das jetzt mal deutlich zu sagen. Und irgendwie, egal wie man jetzt nur so zu seinem Verhalten steht, man wird es irgendwie mögen. Oder man wird es irgendwie faszinierend finden. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die nicht so viele haben in diesem Business. Er zieht halt wirklich mit. Er kann begeistern. Er hat auch ein relativ cooles Moveset, muss ich sagen, dafür. Was der alles mit seinen Knees anstellen kann, ist schon bemerkenswert. Und es ist so großartig, wenn die Japaner dann Bomaye! Bomaye! Ja. Nee, also ja, wie gesagt, absolut, absolut begeistert. Ich hatte 20 Minuten so dermaßen Spaß. Es hat so richtig gerockt. Die Match-Story war wunderbar erzählt und hat vor allen Dingen auch ein großes Rematch der beiden für die Zukunft offen gelassen, wo Ibushi dann vielleicht dann den großen Sieg kriegen kann. Und hier war es wirklich auch, um das noch eben kurz einzuwerfen, bevor du dann... Hier hat man auch den Verlierer wirklich geschafft, overzubringen. Eines der wenigen Momente, wo man auch dem Verlierer wirklich auf eine neue Stufe gehoben hat. Ja, weil es eben halt auch so ein bisschen so war, dass Ibushi eben ein schöner Heavyweight ist, also in den USA würde man vielleicht sein Cruiserweight und... Ja, bis 220 Pfund, um genau, das zu... Das ist eben, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass die Junior Heavyweights eben mit den Big Guys, ich meine, Nakamura ist jetzt auch nicht, ist auch kein richtiges Schwergewicht, aber dass die eben mit den großen Jungs mithalten können, ist nicht ganz so selbstverständlich und wie bei WWE eben, dass ein Rey Mysterio gegen Great Khali gebuckt wird. Aber er hat auch Muskelmasse aufgebaut, um in die Division aufzusteigen. Ja, durchaus, ja. Ein bisschen verwundert war ich, dass er Ibushi doch hier so ein bisschen den Heel gegeben hat. Also, sieht so aus wie so ein netter Mubi, ne? Ja, eben. Das wirkt irgendwie ein bisschen akklimatisch, aber es passte schon. Ich meine, alles andere ist natürlich auch, keine Ahnung, beim guten Shinsuke, also beim Match gegen ihn, alles andere ein bisschen unglaubwürdig. Also ich glaube, gegen Nakamura wurde ja selbst Tanahashi, glaube das eine Mal zum Heel. Oder? War das nicht? Naja, Heel vielleicht ein hartes... Ja, aber er hat ja nichts gezeigt. Klar. So. Er hatte eine Attitüde. Ja, genau, sozusagen. Von daher, grundsätzlich würde ich zustimmen. Absolut großartiges Match. Aber ich kann den Grund nicht nennen. Ich sollte es mir vielleicht auch die Matches einzeln nochmal angucken und die nicht alle hintereinander und so, wie das halt so ist. Ich fand tatsächlich den Main Event ein bisschen besser. Ich weiß nicht warum und ich hätte es auch nie für möglich gehalten, weil ich war mir auch im Vorfeld zu 1000% sicher, dass ich das Match am meisten mögen werde. Also jetzt grammatikalisch richtig. Keine Ahnung, ist mir aber auch egal. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat mich der Main Event dann am Ende noch ein bisschen mehr gekickt. Aber wie gesagt, das ist, befindet sich alles so auf einem knappen Niveau oder so knapp durcheinander voneinander weg, dass es dann wahrscheinlich auch wirklich Nuancen sind und beim zweiten Mal gucken kann das alles schon wieder anders sein. Ich würde auf jeden Fall auch irgendwie was 4-3 Viertel oder 5 Sterne oder was auch immer, auf jeden Fall irgendwie in der Region, ja, befinde ich mich auf jeden Fall auch. Also es gibt eigentlich nichts, was man irgendwie daran wirklich auszusetzen haben kann. Allen Ernstes. Schaut es euch an, habt Spaß. Es lohnt sich wirklich. Ja, Wrestling kann Spaß machen. Ja, Wrestling kann Spaß machen. Wer hätte es gedacht? Ja, und dann hatten wir noch den Main Event. Das 8. Match zwischen Tanahashi und Okada. Tanahashi gewann nach fast 31 Minuten, 30:57. Also nicht 33 plus, ja. Nach dem 10 Milliardensten High Fly Flow! Gegen Okada. Für Jens war es das beste Match des Abends, für mich nicht ganz so. Okada hat 6 Sterne versprochen. Ich habe jetzt so im Nachhinein 4,5 gegeben. Ist natürlich immer noch ein faszinierendes und überragendes Match. Es war halt
deutlich, es war ganz anders gefühlt als Nakamura gegen Ibushi. Es war relativ verhalten. Es hatte gezielte Spots, zum Beispiel einen AA, die Japaner haben sogar AA gesagt, auf die Rampe ja, genau. von Okada gegen Tanahashi. Okada hat halt den angeschlagenen Nacken und Rücken von Tanahashi bearbeitet. Tanahashi dann hinterher mit einigen Dragon Screws das Knie von Okada. Hat dann immer wieder seinen Frog Splash als Variante 1, 2 und 3 Crossbody gegen den Rücken, gegen den Bauch ausgepackt. Da gab es diesen einen Spot, wo Okada sogar über der Absperrung in den Zuschauerreihen fast schon war. Der Spot war absolut awesome. Also und Tanahashi steigt auf der Top Rope und Jim Ross, nein, das wird er doch jetzt nicht wirklich machen. Das kann er doch jetzt nicht machen. Nein, das macht er nicht. Und dann springt Tanahashi da wirklich unfassbar weit und landet ziemlich perfekt sogar noch auf Okada. Nee, man muss halt auch dazu sagen, dass der gute Tanahashi auch ziemlich fertig auf die Knochen ist. Ja. Wie man so hört und dementsprechend dann sowas auszupacken. Welche Begründung hat John Cena dann, keinen einzigen Pump ordentlich nehmen zu können und immer auf die Seite zu fallen? Es ist nicht, das ist jetzt unfair. Das ist jetzt unfair, aber nur mal so als Vergleich. Also ich glaube, Tanahashi hat auch alles alles fertig, was man fertig haben kann. Also ich glaube, Rücken auf jeden Fall und Knie, glaube auch. Dementsprechend, ja. Ich meine, von seiner Person her ist Tanahashi jetzt auch nicht das, was ich jemals als meinen Lieblingswrestler sehen würde. Also von dem Charakter, den er gibt. Er ist halt, keine Ahnung, der japanische, so ein bisschen Pop-Rockstar, der die Mädchen anzieht. Auch so ein bisschen mit John Cena-Figur, nur nicht so unsympathisch. Also, jetzt ganz ehrlich, das kann man eigentlich schwer sagen, weil man versteht halt die Bogenseite. Ja. Muss man ihm zugute halten. Also ich habe gehört, also, ja, er soll hinterher weiß. Sogar noch ein bisschen gegen Okada gestichelt haben, ja, in seiner Promo. Hab ich auch gehört, ja. Okada hat geheult nach dem Match. Also dazu mag man jetzt stehen, wie man will. Andererseits zeigt es dann halt auch, wie sehr ihn diese Niederlage getroffen hat, wie viel Bedeutung dieses Match für ihn hatte. Und ja, Siege und Niederlagen im Wrestling bedeuten was. Er hätte das gedacht. John Cena hätte sich am nächsten Tag hingeschrieben und haha, ist alles egal. Titel kommen, Titel gehen. Ja. Ich stehe aber immer noch hier. Ja, und praktisch, man könnte jetzt sagen, er hat ja in einem Tag Team Match jetzt einen Tag später gegen Faleda den Pin kassiert. Er ist immer noch ein bisschen neben der Spur, weil er jetzt dieses wichtige Match verloren hat. Zum zweiten Mal mit dem Koffer, den er nicht erfolgreich einlösen konnte. Glaube ich, ja. Ja. Was mich hier so ein bisschen gestört hat, war halt wirklich, man hat extrem betont, wie angeschlagen der Nacken und der Rücken von Tanahashi ist. Okada hat ihn bearbeitet. Und der springt dann am Ende wie ein junger Gott da für jeden einzelnen Frog Splash dann wieder aufs Top Rope, als wäre er John Cena 2.0. Als hätte er gerade das Match irgendwie erst 2 Minuten bestritten und das war irgendwie komisch. Mir ist das auch zu eindimensional. Er hat seinen Sling Blade, er hat seinen High Fly Flow in sich Varianten und seine Dragon Screws. Also ab und zu packt er noch was anderes aus. Nee, es ist gut. Ich will das Match und ihn jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber ich finde, so einen Frog Splash, den kannst du nicht mit einem Knee Strike oder so vergleichen, den du wirklich aus jeder Situation rauspacken kannst. Wenn du dann nach so einem harten Match dann immer wieder aufs Top Rope springst, um den zu zeigen und, ja, ich weiß nicht. Aber der Kickout aus dem Rainmaker zum allerersten Mal war dann natürlich auch noch so ein besonderer Moment, wo man dachte, oh shit. Ja, man könnte was sagen, Tanahashi, du bist ein Overpush, oder? Ja. Wenn man so möchte. Ja, also für mich hätte Okada hier gewinnen müssen, um die Fackel endgültig zu übergeben. Aber, na, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Beide haben die Main-Event-Szene da so lange dominiert. Vielleicht holt sich ja auch Styles jetzt den Titel von Tanahashi nochmal, nachdem er zweimal jetzt gegen Tanahashi verloren hat im letzten Jahr. Also ich denke mal, bei New Japan, also werden sie schon irgendwie wissen, worum das führen soll. Aber letztendlich hätte ich das ja letztes Jahr schon um die Zeit gedacht, dass eigentlich kommst du doch nicht darum, irgendwann Nakamura den Titel zu geben. Also ich war generell schon überrascht, dass Tanahashi sich den Titel von Styles geholt hat. Ja, ich ja auch. Was habe ich Mitte des Jahres gesagt? Nakamura holt sich den Titel von Styles und trifft dann im Main Event von Wrestle Kingdom auf Okada. Aber irgendwie will man Tanahashi wohl noch ein bisschen schröpfen. Ja, aber keine Ahnung. Du kannst den ja trotzdem melken, ohne dass du den... Ja, okay, ich meine nicht... Ganz ehrlich, man weiß ja jetzt auch nicht unbedingt von diesem japanischen Business und so. Was wissen wir schon davon? Also also ob das wirklich in Japan für die Zuschauerzahlen oder für die, was auch immer, einen Unterschied macht, ob jetzt Tanahashi den Titel hat oder nicht. Also wir wissen, dass es bei WWE keinen Unterschied macht, aber
Ich schätze mal, wenn Tanahashi jetzt irgendwie gegen Styles oder so bei der Card nochmal irgendwie angetreten wäre, das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Nakamura und Okada und Tanahashi und Styles zum Beispiel. Ja, vermutlich nicht. Ich fand halt, also du hast natürlich recht, ich meine, der High-Flow war ein bisschen über präsentiert in dem Match, aber es waren halt viele Varianten dabei und es waren so viele so kleine Schlag, also diese Konterphasen, eben hier mit dem Tiger Suplex und so weiter. Das fand ich richtig gut. Dann auch die Konterphasen oder die Konteraktionen mit dem Rainmaker. Dann der Rainmaker von Tanahashi. Der angesetzte, der hat er nicht durchgezogen. Ja, genau. Aber den Tombstone hat er gezeigt. Ja. Dann auch dann die Rainmaker-Geste, die Tanahashi dann irgendwann mal gezeigt hat. Sowas finde ich dann schon wieder cool, ja. weil sowas sieht man halt von John Cena. Ja, okay, der macht dann vielleicht mal seine Yuxi-Konsimi-Geste oder so. Der zieht sein Ding durch, obwohl er gehasst wird, aber so diese eindeutigen, eigentlich diese Heel-Moves, und eigentlich, im Grunde ist es das ja fast schon. Ich meine, welches Super-Babyface verhöhnt denn seinen Gegner? Ja. Also von daher... Es ist halt auch diese Rivalität, es steht jetzt ausgeglichen, beide haben 3 Siege und es gibt dann noch diesen... So, warte mal, 3, 2, 1, es gab, ach, das ist das 7. Match gewesen. Beide haben 3 Siege und einen Unentschieden, ja, gibt's. Genau, und einen. Also muss praktisch jetzt nochmal ein Entscheidungsmatch irgendwie kommen. Zwangsläufig, ja. Wobei du halt auch sagen musst, natürlich kannst du jetzt irgendwie noch das Match bringen, aber wenn du jetzt Okada, also wenn das letzte Match Okada gewinnen sollte, dann müsstest du eigentlich wieder zwangsläufig auch im Wrestle-Kingdom sein. Ach, kannst es ja nicht allen Ernstes nochmal, jawohl, du kannst schon. Ja, aber es ist doch... Irgendwann hat's halt auch Randy Orton John Cena Charakter irgendwie. Auf einem ganz anderen Niveau, also. Andererseits, welchen Sinn macht es, Okada jetzt hier verlieren zu lassen, um Tanahashi dann im nächsten Monat bei New Beginning den Titel abzunehmen? Gar keinen eigentlich. Nee. Warum aber auch an AJ Styles ist irgendwie. Genauso gut könnte sich ja. Weil du mit AJ noch deutlich mehr frische Paarung hättest als jetzt mit, ja, Tanahashi. Da hast du dich doch eigentlich satt gesehen, so oft wie er den Titel jetzt hatte und alle möglichen Paarungen oft durch. Also ich persönlich würde da gerne dann AJ, ich würde auch. Oder Ishii, wenn er ihn auch nur für einen Pay-Per-View hält. Aber da glaube ich nicht dran. Nee, ich glaub, im Moment ist es einfach so, schon bei Styles habe ich meine Zweifel, beim Moment ist es einfach so, ich gehe davon aus, Tanahashi, Okada und Nakamura. Und ja, aber Nakamura muss ja dann auch erstmal den Intercontinental teilen. Natürlich, ja. Und ich glaube nicht, dass es an Nagata passiert. Ja, wäre auch ein bisschen komisch, oder? Von, ja. Dark Match zum... Und welche Aktion ich auch noch großartig fand, weil Jim Ross hat ja den Dropkick so overgebracht, so der war aber auch, ich meine, ich hab's besten vorher. Dropkick aller Zeiten oder im Business, und dann kam der wirklich nach 7 oder 28 Minuten in dem Match und der hat sowas von derbe gut gesessen und die Japaner gehen steil auf Dropkicks. Genau das Ding ist das, und auch wieder so ein, also ich hatte ja den Podcast gehört, bevor ich mir die beiden Main Events angeguckt habe. Ja, den Podcast, also Melzer und Dings. Und die haben ja auch über den Dropkick gesprochen, dass wir, Alter, was faselt hier, der Dropkick hin, Dropkick her, also nur nach 15 Aktionen. Aber als ich es dann gesehen habe, fand ich es auch absolut großartig. Ja, Okada hat einen fantastischen Dropkick. Ja, eben, der war so großartig, also so großartig getimed, so großartig gesprungen, auch der Moment, wo er kam, eben in der heißen Phase, absolut top. Und das waren eben so die vielen kleinen Dinge, die mich dann auch über die vielen High-Fly-Flows sehen haben lassen und die es für mich dann irgendwie Match of the Night gemacht haben. Und wie gesagt, es werden im Board auch viele wissen, wenn ich Tanahashi Okada als bestes Match des Abends bezeichnet, dann würde das echt was heißen. Aber ich hatte mir schon manchmal mit einigen oder mit dem großen Hype von einigen dieser Matches ein bisschen so meine Probleme. Also nicht die Tatsache, dass es großartige Matches waren, aber dass sie dann ja fast eine Reihe mehr, wenn ich jetzt 5 Sterne bekommen habe, dann dachte ich mir, das ist auch so. War ich nicht immer der Meinung. Aber hier definitiv. Ich weiß auch nicht, vielleicht waren es auch tatsächlich nur Striker und Jim Ross und nicht, dass mir also jemand High ins Ohr gebrüllt hat. Aber kann's nicht sagen. Wobei das in den letzten Monaten nicht mehr so schlimm ist mit dem High. High, das hat mich am Anfang auch extrem genervt. Das haben sie aber irgendwie zurückgefahren. Aber hier muss man sagen, die letzten 3 Matches, da waren dann auch Striker und Ross richtig im Event drin und Ross hat die Matches dann auch wirklich nach bester Art und Weise kommentiert. Und ich glaube, Leute auch overgebracht, das Match overgebracht und er hatte Spaß. Ross hatte sich mit den Leuten auch richtig beschäftigt. Ja, hast du richtig. Tanahashi kam ja wohl vor dem Event zu ihm und hat ihn um ein Foto gebeten. Ja. Mit Okada hat er sich unterhalten. Der kann auch Englisch, weil er ja auch mal damals bei TNA war. Hat wohl was gelernt. Ja, ich glaube, so gut kann er nicht Englisch, weil bei ihm davon hatte keine Englisch. Aber es reicht wahrscheinlich, um sich zu unterhalten, mehr oder weniger. Vermutlich schon, ja. Smalltalk und so.
ganz dankbar bin ich eigentlich sogar, dass man, ich meine, ich will nicht schon ein Fazit ziehen, oder die können ja auch ein Fazit ziehen, ich weiß ja nicht. Was New Japan für mich fehlt, ist die Tatsache, dass du eben jetzt für den westlichen Markt, es ist eine großartige Wrestling-Show. Aber dir fehlen halt die Storylines, beziehungsweise wenn du die Storylines hast, fehlt dir halt, du verstehst zum Beispiel die japanischen Wrestler nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob Okada gut in Promos ist. Ich fand zum Beispiel das Promo-Video, was er vorher gebracht hat, wo Okada geredet hat, wirkt er für mich halt relativ aussichtslos. Weil du nicht weißt, was er sagt. Er steht halt da und sagt was und er könnte. Du musst auf die Körpersprache achten. Ja, aber von der Körpersprache war nicht viel da. Er hat ein ziemlich versteinertes Gesicht gesagt und hat irgendwas gesagt. Wann? Vor dem Main Event war so ein, wo er da so ja. diese Treppen hochging. Er war fokussiert. Ja, naja, es war halt aber in dem Sinne fast ausdruckslos. Und das ist ein echtes Problem. Also, aber das ist so ein bisschen der Stolperstein. Deswegen gucke ich auch nicht New Japan. Und deswegen. Nee, aber es geht ja jetzt darum, um dem Ganzen in der westlichen Welt so richtig Erfolg zu verhelfen. Ich meine, das wird aber nicht funktionieren. Dann müsstest du das Produkt komplett abändern. Ja, naja, keine Ahnung. Man bräuchte so wie bei Einhalter durch die Galaxis so ein Wurm, der die alles übersetzt. Du könntest halt nur eine Alternative zeigen, das ist eine ganz andere Alternative. Du müsstest dann vielleicht einen Kommentator haben, der Japanisch spricht und Englisch oder Japanisch zumindest versteht und das dann so ein bisschen übersetzen kann. Aber auch da merkst du ja. Dann hast du es aber so wie hier in Deutschland, ne, mit Schäfer. Ja, genau. Denkst du dran. Tust du ja den Ganzen wahrscheinlich auch keinen Gefallen. Es ist schwierig und es lässt sich auch nicht so einfach lösen, aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der es am Ende verhindern wird, dass so New Japan in den westlichen Gefilden wirklich einen großen Durchbruch haben wird, aber für alle Wrestling-Fans und alle Wrestling-Fans, die nicht nur jetzt unbedingt, hier lag es ja noch nicht mal an der Präsentation, also die Beleuchtung hatte ich schon in besseren New Japan-Shows gesehen. Aber die Bild- und Tonqualität war herausragend. Genau. Und von den Entrances und so, ist eben halt auch ein bisschen surreal, wenn du auf einmal, keine Ahnung, die Young Bucks oder Red Dragon auf so einer Bühne siehst, freut mich eben halt auch total, ja. Weil die vor über 35.000 Zuschauern, das ist einfach absolut verdient. Und ich kann es nur wieder sagen, schaut's, also ich muss dazu sagen, ich glaube, die App, die hat ziemlich versagt. Die Fips-App, das soll überhaupt gar nicht funktionieren. Es gab auch ein paar Probleme bei amerikanischen Pay-Per-View-Anbietern, die den entweder nicht live zeigen wollten oder weil sie UFC gezeigt haben und auch die Replays von UFC, dass es dann irgendwo auf kleineren Pay-Per-View-Kanälen abgeschoben wurde, wo es dann keine HD-Option gab. Und einige haben es nur live gebracht und bringen die Wiederholung erst am nächsten Donnerstag. Ja. Ist natürlich alles nicht ganz so optimal, aber ich hoffe inständig, dass es irgendwie ein Erfolg war und dass man irgendwie auf eine fünfstellige Buy-Rate kommt, also 10.000, 12.000, was auch immer ganz gerne hätte, und dass Jeff Jarrett demnächst JR und Striker wieder hinschickt. Also ich bin mir eben halt nicht sicher, ob JR wirklich weitermacht, aber auf der anderen Seite, man hat jetzt eine Wiki kann man nicht sagen, aber man hat eine Highlight-Show mit 13 Folgen auf dem US-amerikanischen Sender und jemand muss den Kram kommentieren. Ja. Ja, also, da hast du doch da die beiden anderen Pfosten. Barnett oder? Ach, stimmt ja. Ja, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Das ist nicht Jim Ross, aber ich glaube. Wenn ich denn hätte vorstellen können, wäre Excalibur gewesen. Unbelievable! Ja, das ist richtig. Der wäre wahrscheinlich auch ziemlich steil gegangen. Man muss ja auch dazu sagen, Matt Striker hat zwar so ein bisschen den Leumund unter den WWE-Fans, ein guter Kommentator zu sein, aber der labert ihn halt auch. Der hört sich manchmal auch gerne reden und labert. Ja, aber scheiße. Bei ihm hier merkst du auch noch, er ist Wrestling-Fan. Das finde ich auch bei Lucha Underground, finde ich ihn auch gut. Ja, aber da ist Vampiro ja auch absolut großer. Ja. Wie war auch, jetzt mal kurz abzuschweifen, ich weiß gar nicht, wo hier Mascarilla Dorada gegen irgendeinen Typen, wie Gott hier gegen Matt Cross, wie auch immer der heißt, angetreten ist. Son of Havoc. Ja, genau, Son of Havoc. Und eben halt den kleinen Mann umgehauen hat. Und Matt Striker sagt, ja, welches verachtenswerte Wesen wird denn so einen kleinen Typen so behandeln? Und Vampiro sitzt nebenan, oh, ich find's super. So großartig. Ja, Jens, dein Fazit? Alles in allem eine absolut großartige Show. Also wie gesagt, ich hatte nur ein bisschen Probleme mit Sakuraba gegen Suzuki, aber das war ein bisschen mein Problem. Dann die Matches, die jetzt nicht so die absolute Bombe waren, die waren schnell vorbei. Matches 2 und 3.
Und alles andere war jenseits der 3,5 Sterne, wenn nicht 4 Sterne oder mehr als 4 Sterne. Und von daher, ich kann es nur empfehlen, wie gesagt. Also ich fand es absolut super und sicherlich eine der besten Shows in diesem Jahr, kann man jetzt schon definitiv sagen, würde ich mal behaupten. Weil selbst für New Japan wird das schwer sein zu toppen, auch beim Climax oder so, weil, also, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht, wie Melzer sagen würde, 6 oder 7 Matches, 4 Sterne oder mehr als 4 Sterne, aber schon Shows mit 3, 4 Sterne Matches oder 4 Sterne Matches sind mehr als nur selten. Und Shows mit 2 potenziellen Match of the Year Kandidaten erst recht. Ja, genau. Und wie gesagt, also ich bin auch absolut begeistert gewesen, die Undercard. Ich fand es ein bisschen zu durchgerusht, also viele Matches hätten 5 Minuten wirklich noch gut vertragen können. Dann hätte ich auch locker ein Match rausnehmen können. Oder das. Also ja, hat man hier, dabei. Ja, man wollte wahrscheinlich die Noah-Leute jetzt auf dem japanischen Publikum wieder ein bisschen präsenter machen da und ja, aber den Bullet Club hier Jeff Jarrett nicht rauskegeln. Ja. Es hatte schon alles seinen Sinn, also man, sicherlich das mit Honma und mit Jarrett, man hat sich schon was dabei gedacht, dass die Matches jetzt auf der Karte standen. Und ich persönlich hätte es so gebuckt, dass ich das Yano-Match, das Eight-Man-Tag-Team-Match mit den Leuten als Opener gebracht hätte, auf New Japan World und dann beim amerikanischen Pay-Per-View mit dem Four-Way-Tag-Team-Title-Match eingestiegen wäre. Ein Match weniger in der amerikanischen Card, aber trotzdem für das japanische Publikum oder New Japan World. Und da hoffe ich dann einfach auch mal, dass das irgendwann per PayPal oder so verfügbar sein wird, New Japan World, und nicht nur per Kreditkarte, weil das stört mich. Da kann man ja nochmal drüber reden. Ich weiß nicht, ob es legal ist. Es gibt Möglichkeiten, eine Kreditkarte zu faken. Okay. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal illegal. Es gibt halt so Programme, wo du dir, ja, ich will jetzt nicht hier irgendwas. Es gibt aber Möglichkeiten. Die NSA hört mit, Jens. Also nicht zu faken, eine Kreditkarte zu faken, sondern per PayPal oder per Überweisung, dass eine Firma, genau, und die simuliert ja quasi dann eine Kreditkarte, mit der du bezahlen kannst. Okay. Na gut, dann sind wir hier weit genug ins Semilegale abgedriftet. Ja, wie gesagt, das noch so nicht existierende Kreditkarte zu erzeugen, sondern nur zu simulieren, dass du eine hast und dass du trotzdem bezahlst. Also schon alles in dem Sinne noch legal. Man muss halt manchmal eine Möglichkeit finden. Wenn man nicht, das ist ja eigentlich die eigentliche Ironie, dass ja, das mit Kreditkarte ist einfach, keine Ahnung, das Paywall, das hat sich in die Welt weiter nicht wirklich rumgesprochen. Aber naja. Na gut, dann machen wir Schluss für heute. Sagen euch nochmal, schaut euch das Event an. Ja, keine Entschuldigung. Nein, überhaupt keine. Außer vielleicht Zeit, weil 4 Stunden sind schon fast 4 Stunden. Man kann sich das aber auch in Stücken angucken. Ne? Also ich bin mir relativ sicher. Man kann sich ja die eigene Intermission basteln. In New Japan reinzukommen und eine New Japan Show zu schauen, war noch nie so einfach wie dieses Mal, weil die Matches waren großartig und es war englischer Kommentar. Von daher, ja, gebt dem Ganzen eine Chance. Und es waren ja auch genügend Leute, die man auch als, ja, selbst wenn man nicht TNA-Fan ist und Alex Shelley kennt, aber Jeff Jarrett, Styles, sollte man schon mal gehört haben. Doch Gallows, Karl, genau, das Gallows. Vielleicht die Älteren von euch von WWE noch, oder auch hier Lance Archer, Davey Boy Smith Jr. Shelton Benjamin, sind genügend Leute dabei, die man kennt. Und die Japaner sind auch absolut großartig. Ja, zumindest, wie gesagt, Shinsuke Nakamura und Kota Ibushi, einer der besten Highflyer der Welt. Ja, auch überhaupt, da hast du genügend Leute mit dabei. Also Okada, der auch, auch Okada gehört zu den Leuten, die man sich unbedingt ansehen sollte, glaube ich. Der ist absolut cool. Vor allen Dingen dann auch immer Rainmaker-Pose! Der hat so eine natürliche Coolness, die tatsächlich auch nicht hat. Also, ja, angucken, wie gesagt. Alleine für Nakamura sollte man angucken. Den Typen muss man einfach mal gesehen haben. Das ist großartig. Der ist halt ein Phänomen. Ja. Gut, dann sagen wir Tschüss für heute. Wir hören uns vermutlich dann morgen bei der Raw Review wieder. Ja, vermutlich. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend und gucken. Tschüss. Jo, tschüss.